Brutal ehrliche Lebenstipps für dein Sternzeichen. Was die Sterne uns raten würden. Lebenshilfe kann man gar nicht genug bekommen. Selbst alle jene unter uns, für die es wie am Schnürchen läuft, haben zwischendurch sicher Verwendung für den einen oder anderen Tipp. Jeder Mensch ist anders und wenn wir der wunderbaren Welt der Astrologie Glauben schenken möchten, so hat die Stunde unserer Geburt hier so einiges damit zu tun. Wir möchten daher einmal einen Blick in die Sterne werfen, um zu sehen, welchen patenten Ratschlag sie für jedes ihrer Tierkreiszeichen parat hätten. Widder, Achtsamkeit nicht aus den Augen lassen. Die Widdergeborenen sind zielstrebig und ehrgeizig im positiven Sinne. Haben sie ein Ziel einmal anvisiert, hält sie so schnell nichts und niemand davon ab. Diese Ambitionen allerdings haben häufig zur Folge, dass die eigene Gesundheit auf der Strecke bleibt. Lebenstipp direkt von den Sternen: Achtsamkeit zu praktizieren ist nicht nur gesund, sondern eine himmlisch gute Idee. Stier: Die eigene Stärke niemals unterschätzen. Die Stiergeborenen dürfen sich über viele gute Eigenschaften freuen. Ihr Charakter und ihre Willensstärke sind von beneidenswerter Konstitution. Außerdem steht dem Stier eine außerordentlich tiefe Verbindung zu seiner inneren Stimme zur Seite. Allerdings schenkt er ihr nicht immer die volle Aufmerksamkeit. Wirklich stark ist, wer sich seiner Stärke niemals völlig sicher ist. Die Gefahr, blinde Flecken zu übersehen und Opfer des eigenen toten Winkels zu werden, ist sonst groß. Zwillinge: Authentizität um fast jeden Preis. Wer Menschen in seinem Leben begrüßen darf, die im Sternzeichen der Zwillinge geboren wurden, hat selten mit Langeweile oder Eintönigkeit zu kämpfen. Ihr Esprit, ihr leichter Hang zur Exzentrik und die Sehnsucht nach Abenteuern sind wahrlich ansteckend. Für die Betroffenen selbst allerdings stellt sich immer wieder einmal die Frage, ob sie es nicht übertreiben und einen Gang zurückschalten sollten. Klare Antwort aus dem Firmament: Keinesfalls. Zwillinge punkten durch ihre Einzigartigkeit. Sich zu verbiegen wäre Verrat an ihrem schillernden Charakter, den die Sternstunde ihrer Geburt ihnen nun einmal mit auf den Weg gegeben hat. Krebs: Vor Gefühlen kann man sich nicht verstecken. Die Krebsgeborenen würden sich manchmal gerne heimlich, still und leise im Seitwärtsgang aus der Wirklichkeit davonstehlen. Besonders dann, wenn es ungemütlich wird und sie emotional Farbe bekennen müssen, wären sie lieber jetzt als später ganz woanders. Der kosmische Tipp für sie lautet daher: Erwachsen werden geht später leider nicht mehr. Stell dich deinen Gefühlen und dem, was sie dir zu sagen haben. Löwe: Zeit für tierische Entspannung. Die Löwegeborenen sollten sich viel öfter am König der Savannen ein Vorbild nehmen, der Pate für ihr Tierkreiszeichen stand. Einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit nämlich verbringen diese stolzen Tiere genüsslich im Schatten ruhend. Die Menschen hingegen, die das Charisma und Temperament der edlen Raubkatze mit auf ihren Lebensweg bekommen haben, sollten sich auf der Überholspur nicht ganz so zu Hause fühlen. Die Sterne meinen: Das Leben bleibt nicht gleich stehen, weil man sich zwischendurch mal eine Pause gönnt. Jungfrau: Eigenlob stimmt. Die perfektionistische Jungfrau macht es sich und ihrem Umfeld nicht immer leicht. Ihre hohen Maßstäbe gelten ein Leben lang und daran gibt es nicht zu rütteln. Was sie dabei fatalerweise oft vergisst, ist, dass sie das Durchschnittsniveau auf diese Weise ohnehin schon überirdisch hoch ansetzt. Was fehlt, ist die Anerkennung und das Lob. Wer im Sternzeichen Jungfrau geboren ist, sollte sich selbst viel öfter hochleben lassen. Wenn alle Menschen so gewissenhaft und aufrichtig wären, gäbe es weder am Himmel noch auf der Erde größere Unstimmigkeiten zu bewältigen. Waage: Wer es selbst nicht kann, bringt es anderen bei. Die Waagen gelten als Philosophen und Lebenskünstler unter den Sternzeichen. So präzise und hilfreich ihre Tipps und Ratschläge für andere auch sind, sie selbst würden die Sache mit dem Erwachsenwerden und dem lästigen Verantwortungsbewusstsein am liebsten überspringen. Die Sterne drücken in solchen Fällen schon mal ein Auge zu. Die Wagen helfen vielen ihrer Mitmenschen mit Rat und Tat. Ihre Kreativität und ihre Lebensfreude sind weitere Pluspunkte, mit denen sie ihren Beitrag zu einer schöneren Welt leisten.
Skorpion, lass dich überraschen. Der energische und seriöse Skorpion bewegt sich gerne in seinem gewohnten Terrain. An sich selbst hat er ähnlich hohe Ansprüche wie an sein Umfeld. Es fällt ihm daher schwer, neue Kontakte zu knüpfen und neue Menschen in sein Leben zu lassen. Die Sterne meinen es nur gut mit den Skorpionen, wenn sie ihnen zu mehr Mut und Vertrauen in ihre Umwelt raten. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Menschen da draußen, der selbst die lebenserfahrenen Skorpione angenehm überraschen kann? Schütze, alle Macht den schönen Dingen. Die Schützen lieben das Leben, das Abenteuer und die Abwechslung. Sie sind offen für Neues und genießen es, technische Spielereien und die neuesten Trends am Puls der Zeit mitzuverfolgen. Status und Ansehen sind ihnen ebenso wichtig, was nicht selten für Kritik sorgt. In den Sternen steht geschrieben: Dein Leben gehört dir, lass dich von nichts und niemandem aus deiner Umlaufbahn werfen. Wer mit dem Tempo und der Erwartungshaltung der Schützen nicht mithalten kann, ist definitiv nicht ihre Zielgruppe. Steinbock, mehr Egoismus, weniger Rücksichtnahme. Wenn die Welt nur aus Steinbock-Geborenen bestünde, wäre sie definitiv ein friedlicher und besserer Ort. Diese Menschen drängen sich selbst nie in den Vordergrund, sondern haben stets das Wohlergehen ihrer Mitmenschen im Auge. Das ist gut und schön, finden auch die Sterne. Aber wo bleibt die Selbstfürsorge? Was ist mit Eigenliebe? Aus einem leeren Becher kann schließlich irgendwann niemand mehr trinken. Wassermann. Diplomatie regiert ihre Galaxie. Die Wassermann-Geborenen dürfen sich ebenfalls glücklich schätzen, was das Füllhorn der guten Gaben betrifft, die die Sterne zur Stunde ihrer Geburt über sie ausgeschüttet haben. Sie sind mitfühlend, sehr flexibel und geduldig. Einen Wassermann zu verärgern gelingt nicht leicht. Ist dieser Rubikon aber erst einmal überschritten, gibt es auch kaum mehr ein Zurück. Sie sind sehr begabt und stellen dieses Talent gerne in den Dienst der Allgemeinheit. Fische. Mehr Inspiration für Gewohnheitstiere. Die Fische mögen es gerne ruhig und beschaulich. Das Dahingleiten in bekannten Gewässern ohne anderen zu schaden ist ihre Lebensphilosophie. Die Sterne schätzen Beständigkeit, allerdings haben sie jedem der 12 Tierkreiszeichen auch ein Talent und eine Bestimmung mit auf den Weg gegeben. Im Fall der Fische sehen die Gestirne da noch Luft nach oben. Ihre Kreativität und ihr Einfühlungsvermögen könnten sie ruhig noch ein wenig mehr zur Geltung bringen. Für jeden Menschen einen Stern. Die Tierkreiszeichen mögen für einige Menschen Grund zum Schmunzeln sein, wieder andere setzen keinen Fuß vor die Tür, ohne nicht ihr Tageshoroskop studiert zu haben. Wie viel Lebenshilfe wir von den Sternen tatsächlich zu erwarten haben, hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, wie sehr wir daran glauben. Wer sich gerne jede Unterstützung mit ins Boot holt, die er bekommen kann, fährt mit den Botschaften der Astrologie sicher einen guten Kurs. Wer nur an das glaubt, was sichtbar ist, darf sich am Firmament einer sternenklaren Nacht erfreuen. Die Himmelskörper haben uns Menschen viel zu bieten. Wer diese Welt als seinen ganz persönlichen Glücksstern betrachten kann, hat jedenfalls Fortuna an seiner Seite. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben.